Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Stellaris. Ja, wir sind in diesem Sektor hier oder in diesem Sonnensystem oder System, sagen wir lieber System, ob das eine Sonne ist, ist ja auch dahingestellt. Also, wir haben hier das Forschungsschiff. Wir können da forschen lassen, das machen wir mal so, dann funktioniert das auch. Und wir waren auf der Suche nach bewohnbaren Planeten. Hier haben wir ja was. Das war 0%. Das wäre jetzt. Ich gucke jetzt nur noch mal gerade nach, weil das nächste System in der Nähe ist. Und Kargewelt. So, die haben wir. Da ist da oben einer. Auch nix. Dann ist der dran. Auch nix. Dann ist der dran. So, da ist noch ein Mond neben. Dann müssen wir den auch noch mal gerade nehmen. Da ist er, ohne karge Welt. Dann haben wir hier drinnen die zwei Planeten, taucht auch nicht. Und der ist auch nicht so, das ist schon mal geklärt. Dann haben wir hier noch nicht bewohnbaren Asteroiden. Der ist auch nicht bewohnbar. Ich glaube, das geht bei uns sowieso bei unserem Level noch nicht, ne? Oder? Kann das sein? Hier sind auch noch zwei. Nix und nix. Okay, das wäre jetzt das nächste System an unserem gewesen, ne? Sieht man schön in der Galaxiekarte. Hier, das ist da so ein Zwischending, ne? Funktioniert leider nicht. Hitzel. Ist auch nix. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war. Er forscht hier erstmal rum. Der geht aber auch nicht. So, den hatte ich. Achso, dann müssen wir hier noch gucken, wo der ist. Der schwirrt da oben rum. Ist auch eine karge Welt. Dann hatten wir den auf der dritten Bahn. Die vierte Bahn ist hier. Nix. Da gibt's einen Mond. Auch eine karge Welt. Brauchen wir gar nicht anklicken eigentlich. Karge Welten, oder? Oh, Bewohnbarkeit 30 reicht aber leider nicht. Wir brauchen mehr. Asara. Das heißt aride Welt. Keine Ahnung, ne? Nix. Da auch nix. Da gibt's ja auch noch einen hier. Auch nix. Also um Asteroid wird wahrscheinlich auch gar nicht gehen, oder? Da wäre jetzt so der erste Eindruck gewesen, jo, geht. Aber ist nicht so. Ja, irgendwie brauchen wir mal, ne? Ich hätte jetzt gesagt, so ein Deal oder sowas, ne? So, da müssen wir dann auch noch erforschen. Ja, aber. Ah, hier waren wir schon, ne, oder? So, das Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Von Trümmer eines großen Schiffes gefunden. Nichts wie ein. Okay, da ist ein Angriff gewesen. Okay, na dann. Okay. Hier wollte ich reingucken. Da waren wir aber auch. Und haben uns das alles angeguckt. Nix, geht nix. Ja, das ist irgendwie nicht so dolle. Ja, ich glaube, wir müssen unsere Forschungsschrift dann mal auswählen. Und System erkunden machen wir da mal. Ja, gut. Was haben wir hier? Hatten wir alles, naja, hatten wir letztes Mal ausgewählt. Da ist bald wieder was fertig hier bei Estefania Perez. Die macht dann weiter mit was Neuem. Und hier. Ja. Die bewohnbaren Welten erkunden. Ist das jetzt hier durch? Karte verfolgen. Das ist da. Dann bringt mir das was? Was bringt mir das, ne? Ich glaube, es bringt mir gar nichts. Gut, dann ist das Thema durch. Hat Forschungspunkte wahrscheinlich gegeben und das war's. Aber es ist ja nicht weg, ne? Ach so, da müssen auch noch mehr Artefakte. Na, die müssen wir wahrscheinlich dann erst finden, ne? Okay.
Wohnbare Welten. Ja. Orbitalforschermandat. Da brauchen wir noch 4 Forschungsstationen. Gut. Dann gehen wir da mal hin. Achso, Entschuldigung, nicht auf das Schiff, sondern in das System. Ist noch nicht erforscht, wird. Der Mond ist schon erforscht, oder? War nix. Ja, was ist da oben? Forschungspunkte. Okay, neue Stufe erreicht. Vielleicht 4. Ah, da gibt es eine Anomalie. Das ist jetzt hier, ne, oder? Ja, erforschen. Da ist auch 0%. Die fliegen jetzt gerade erst hin. Erforschen, das hier ist auch wieder eine aride Welt. Na, okay. Machen wir ja. Gucken, was das ist. Wir sind von einem unbekannten Weltraumreich kontaktiert. Interessant. Ja, da sind sie, ne? Ja, machen wir so. Ja, die Anomalie wird gerade erforscht. Was wollen wir da machen, ne? Da ist nichts gemacht worden. Ja, die machen die Anomalie und dann sogar tatsächlich weiter. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber das ist ja schön, dass es eingereiht ist. Speichert Spiel. Okay, Grenzen geschlossen. Okay. Okay. Edisch, monolithisch. Ah, da gab es eine andere Kultur. Vielleicht hier aufzeichnen. Sie sind wunderschön. Machen wir das erste, ne? Und jetzt forschte weiter. Da geht nichts. Okay, wissen wir Bescheid. Konstruktionsschiff, ja, was soll das Konstruktionsschiff konstruieren? Das ist jetzt die Frage, ne? Müssen wir mal gucken, wo es noch was geht hier. Ja, das ist ja jetzt hier. Forschungsstation bauen. Wäre aber eigentlich das und nicht das, ne? Mineralien war das da, oder? Ingenieurforschung, nee. Na. Ah. Liegt außerhalb unserer Grenzen. Grenzen geschlossen. Okay, das war jetzt verkehrt, aber ist egal. Okay. Ja, das hört sich doch gut an. Beobachtungsposten, ne? Jetzt müsste ich da nur hin gerade, ne? Ja, ich glaube, das war da, ne? Auch so Zeit. Kann man da irgendwas machen? Prozent Bewohnbarkeit. Da wohnen Primitive, auch schön.
Oberfläche nicht. Übersicht. Diplomatie, ne, will ich nicht. Das System ist erkundet, super. 0%, 0%, 0%, das ist schon mal was, ne? Und hier kann ich keine Beobachtungsstation bauen. Doch, da wird sie gehen, aber dieser Himmelskörper der Klasse Planet liegt außerhalb unserer Grenzen. Ja, das ist das Problem. Immer liegt alles außerhalb unserer Grenzen. Wie sollen wir dann uns ausweiten, wenn alles außerhalb der Grenzen liegt? Gefällt mir gar nicht momentan, ne? Was haben wir hier? Ah, System erkundet. Ja, dann Forschungsschiff wieder auswählen im Prinzip. Und wir forschen einfach. Ne, da. Ne, das war jetzt doof. Das war auch nicht toll. Das ist das Forschungsschiff. Und das möchte ich gerne, dass da das System erkundet. Ganz einfach. Läuft. Ja. Ja, wie können wir unser Reich ausweiten? Das ist die Frage. Irgendwie gar nicht, ne? Das ist karge Welt. Das geht alles nicht. Das würde bedeuten, wir kommen nur weiter, indem wir forschen, würde ich sagen, ne? Okay, das dauert einen Moment noch. Ist halt so. Odin. Konstruktionsschiff haben wir hier, ja. Das ist, glaube ich, alles schon gemacht. Das ist auch, glaube ich, ne? Das ist die Forschungsstation im Endeffekt, oder? Ja, das macht er. Das Konstruktionsschiff fliegt jetzt dahin, aber bringt uns auch irgendwie nichts gerade, ne? Da geht nichts. Ja, und da sind wir schon drauf. 70%. Ja, da läuft es. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so dolle. Da ist schon gebaut, alles gebaut. Außenposten wollen. Hierhin bewegen. Machen wir erstmal. Und dann ist hier ein Planet. Da haben wir aber auch schon was gebaut. So, da ist auch nichts. Vielleicht sollten wir mit dem dann dahin fliegen. Was man hier in Bewegung, können wir das nicht. Ja, erforschen wäre die Frage, ne? Ach, das ist ein Konstruktionsschiff, da können wir auch gar nichts forschen. Das wäre jetzt Blödsinn, ne? Warte mal, sind das hier zwei Systeme? Das sind zwei Systeme, oder? Sieht aber alles so aus, als ob das hier auch nichts bringt, ne? Der sieht doch so fruchtbar aus, aber ist auch nichts. Ja, schade. Den hätte ich jetzt ausgewählt. Ne, ich glaube nicht, oder doch? Doch, den hatte ich ausgewählt. Ah, hier ist auch nichts zu holen.
Ja, ich glaube, wir müssen warten, bis hier die Forschung fertig wird. Dauert nur noch 4 Monate. Da 5 und da oben 10. Läuft aber. Ja, aber ich denke, das wird wohl dann in der nächsten Folge erfolgen. Da müssen wir dann gucken, dass wir das dann in Angriff nehmen. So. Gut. Das ist eigentlich alles soweit prima, ne? Ja, hier, da haben wir das schon erforscht. Nee, dann sollten wir das mal vielleicht noch erforschen. Kriegen wir da mal ein Forschungsschiff hin? Ah, das ist schon noch beschäftigt. Können wir hier nochmal reingucken? Da gibt es Energie. Oh, das ist ein relativ großes System. Aber selbst wenn wir da was machen können, dann ist es doch wahrscheinlich dadurch gesperrt. Das dahin. Kann ich nicht bauen, weil außerhalb des Bereiches. Alles klar. Gut, hier erforschen und danach müssen wir das andere System machen, was da an die Grenze geht. Okay, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.